einer, der keine Gegenkandidaten hatte, wo die Wahl auch relativ schnell über die Bühne geht. Platz 1, der Spitzenkandidat, das ist natürlich auch bei allen anderen Parteien so, der im Regelfall alleine antritt. Das ist bei der AfD der Bundessprecher, der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen, der im Moment ja auch der einzige AfD-Abgeordnete im Europäischen Parlament ist, nachdem sie eine ganze Reihe von Abgeordneten verloren haben im Laufe der Legislaturperiode. Herr Meuthen, der Gründungsmythos der AfD 2013, das war ja auch gegen den Euro und gegen eine zu starke europäische Integration. Ist das gerade der Grund, warum der AfD die Mobilisierung bei der Europawahl besonders leicht fällt? Ist das ein gefundenes Fressen für Ihre Partei, die Wahl zum Europäischen Parlament? Ich denke, dass wir europapolitisch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Während alle anderen Parteien dazu neigen, den Euro auf Biegen und Brechen zu verteidigen und beibehalten zu wollen, sind wir der Auffassung, dass es jedenfalls in diesem Währungsverbund keine Zukunft hat. Und auch migrationspolitisch haben wir andere Ansichten als die anderen Parteien. Auch das ist ein zentrales europäisches Thema, sodass wir tatsächlich mit einem alternativen politischen Entwurf gegenüber allen anderen Parteien ins Rennen gehen. Das ist sicherlich kein Nachteil für uns. Sollte die Europäische Union aus Ihrer Sicht rückabgewickelt werden? Nein, ganz eindeutig nicht. Das merkt man hier auch in den Vorstellungsreden der Kandidaten. Das wird uns gerne von der politischen Konkurrenz unterstellt. Wir sind diejenigen, die die EU beenden, rückabwickeln oder sonst was wollten. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen sie reformieren an Haupt und Gliedern. Wir wollen, dass sie sich auf ihre Kernaufgaben besinnt. Und das sind wenige. Die soll sie kraftvoll erledigen. Und sie soll bürgernäher sein. Und das heißt eben mehr Dezentralität auch zulassen. Das ist unsere Zielsetzung. Aber trifft der Begriff Rückabwicklung nicht doch den Kern der Sache, denn das Europäische Parlament hat ja eine Menge Kompetenzen in den letzten Jahren bekommen. Kompetenzen, die auf Kosten der nationalen Souveränität der einzelnen Länder gehen, das wollen Sie ja nicht. Also wollen Sie ja als zukünftige Abgeordnete auch die Kompetenzen des Parlaments, in dem Sie arbeiten werden, beschneiden. Das ist ein kurioser Ansatz. Das ist nicht kurios, das ist vernünftig. Ein Parlament ist ja nicht für sich selbst da, sondern ein Parlament ist für die Bürger da. Und die Frage ist, was muss da entschieden werden und was nicht. Wir werden gewählt, wir werden von Steuerzahlern bezahlt. Da kann man sich da nicht einrichten und kann sagen, wir versuchen immer mehr Kompetenzen an uns heranzuziehen, damit wir noch wichtiger werden, sondern wir müssen schauen, was ist vernünftig und auf welche Aufgabe, die öffentlich zu erledigen ist, ist auf welcher staatlichen Ebene richtig zu erledigen. Und wir haben ein Föderalsystem, bestehend aus Kommunen, Ländern und Bund, da kann das meiste erledigt werden. Dann gibt es einige supranationale Aufgaben, die gehören auf die europäische Ebene. Dafür brauchen wir aber nicht diesen aufgeblähten Laden, den wir da haben. In der Tat sind wir der Meinung, das muss so groß nicht sein. Sind 27 Länder erzeugen natürlich sehr viel Bürokratie, sehr viel Verwaltung, auch im Europäischen Parlament. Sie sind ja dort auch auf der Suche nach politischen Verbündeten. Da haben Sie Viktor Orban zum Beispiel genannt in Ihrer Rede, die wir nachher auch noch sehen werden, der allerdings ja den Spitzenkandidaten der EVP, Manfred Weber, unterstützt. Und Matteo Salvini, den Chef von Lega Nord in Italien, Innenminister im Moment, der dadurch auffällt, dass er einen migrationspolitischen Ansatz hat, illegal von Italien nach Deutschland eingereiste Flüchtlinge will er nicht zurücknehmen und er hat eine Ausgabenpolitik, die dazu führen könnte, dass der deutsche Steuerzahler am Ende die Zeche zahlt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die AfD will. Warum ist das ihr Verbündeter? Salvini ist sicherlich unser Verbündeter in Sachen Migrationspolitik. Und sehen Sie, was Salvini zunächst einmal versucht, ist, die Migranten überhaupt gar nicht erst nach Europa reinkommen zu lassen. Das ist die Position. Salvini steht, wie wir auch, für eine, klingt martialisch, ist aber tatsächlich bei Grenzen richtig, für eine Festung Europa. Er sagt, wenn die Schiffe kommen übers Mittelmeer, dann müssen wir sie an die gestartet zurückbringen, wo sie gestartet sind, damit wir es gar nicht in die Verteilungsproblematik hineinkommen. Das ist sinnvoll. Wir sind sicherlich also in der Migrationspolitik einer Meinung. Sie haben recht, in der Währungs- und Finanzpolitik gibt es Differenzen, die sich aber natürlich mit unserer Position, den Währungsverbund auflösen zu wollen, auch lösen lassen. Sie haben in Ihrer Rede kein Wort zu Alice Weidel verloren und den Vorwürfen der Parteispenden. Ist das, was im Bundesvorstand da besprochen und beschlossen worden ist, dass man ihr das Vertrauen ausspricht, ist für Sie die Sache damit erledigt? Also in meiner Rede habe ich das deswegen nicht erwähnt, weil wir haben hier einen Europaparteitag und das gehört da schlicht nicht hin. Wir haben, das ist völlig richtig, im Bundesvorstand Alice Weidel das Vertrauen ausgesprochen, Entschuldigung. Wir haben die Sache insoweit nicht erledigt, als dass wir aufarbeiten müssen, was ist schiefgelaufen. Denn wir haben Zahlungen erhalten aus ungeklärter Herkunft und die sind aus rechtlicher Sicht etwas zu spät zurückgezahlt worden. Das müssen wir in Zukunft anders machen, also müssen wir eine Fehleranalyse machen. Warum ist so spät zurückgezahlt worden? Wir haben aber keinen Cent davon behalten. Insofern ist es ein Stück weit auch eine aufgebauschte Problematik.
Soweit Jörg Beuthen im Phoenix-Interview. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich danke.